seine Fans ist der Fußball tot und seelenlos. Eine Ware ohne Leiden und Leidenschaft. In diesem Sinne, Blau-Weiß-Rot gegen polizeiliches Kartenverbot. Dankeschön. Ich will herausfinden, was die Ultras immer wieder zu Gewalttaten anstiftet. Deshalb treffe ich mich mit Jonas Gabler. Er ist Fanforscher, hat Bücher über die Ultra-Bewegungen geschrieben. Ein nicht unerheblicher Teil von Ultras, die sagen, in einem bestimmten Kontext, in einer bestimmten Situation bin ich durchaus bereit, mich auch mit Gewalt zum Beispiel zu wehren. Das kann gegen andere Fans sein oder auch gegen die Polizei. Und ja, manchmal bekommt es eine Eigendynamik und dann wird aus diesem Wehren eben immer mehr auch ein Gewaltsuchen. Inzwischen gibt es in Deutschland 20.000 bis 25.000 Ultras. Es ist die größte Jugendkultur Deutschlands. Ultras verehren ihren Verein geradezu. Er ist ihre Religion. Wer sich ihrer bedingungslosen Liebe entgegenstellt, wird zum Feind. Wir beobachten, wie sich die Situation vor dem Millerntor zuspitzt. Denn die Ultras von St. Pauli unterstützen die Erzfeinde aus Rostock und bleiben heute ebenfalls draußen. Freiwillig. Solidarische Wut über die Aussperrung. Jetzt wird die Polizei zum Buhmann. Also ich glaube, die Frage ist, wie friedlich kann der Fußball überhaupt sein? Ich meine, man muss sich auch klar machen, da gehen ein paar 10.000 Menschen hin, da wo junge, alkoholisierte Männer sind und wo dann auch noch so eine emotional aufgeladene Situation ist. Also wenn es da nicht ab und zu mit Gewalt zu Gewalt kommen würde, dann wäre das ja schon fast erstaunlich, muss man ja ehrlicherweise sagen. Auch in Diskotheken oder sowas kommt es ja auch zu Gewaltübergriffen. Fast wie erwartet eskaliert die Lage auf St. Pauli. Ultras werfen Feuerwerkskörper. Die Polizei fährt schweres Geschütz auf. Die Bilanz des Geisterspiels? 4 verletzte Polizeibeamte, 13 Festnahmen. Warum fahren Fußballfans zu einem Spiel, das sie gar nicht besuchen dürfen, um dort zu randalieren? Darüber möchte ich mit einem Ultra reden. Er hat sich nach langem Zögern zu einem Treffen bereit erklärt. Philipp Markhardt aus Hamburg sieht sich als gemäßigter Ultra-Vertreter, fühlt sich als Fan von DFB und Polizei völlig falsch behandelt. Was sagen Sie zu Geisterspielen? Geisterspiele stellen eine Kollektivbestrafung dar, die zu einem Solidarisierungseffekt der Fans miteinander führen werden. Und Geisterspiele werden auch das Problem nicht bekämpfen, das Problem, das der Verband sieht. Eher wird es so sein, dass die Fans konspirativ zu den Spielorten fahren, um dort trotzdem versuchen, entweder ins Stadion zu kommen oder dort in den Kneipen zu schauen. Streunende Köter nennen Ultragruppen ihre gewaltsuchenden Mitglieder, die sie selbst nur schwer bändigen können. Für Philipp Markhardt gibt es Grenzen, doch kleinere Zwischenfälle und Prügeleien sieht auch er als unvermeidbar. Wenn ich mit meinem T-Shirt in einer anderen Stadt auflaufe, dann muss ich damit rechnen, dass das nicht gern gesehen ist. Und wenn ich dafür ein blaues Auge kassiere, dann habe ich eben Pech gehabt, denn ich habe mich auf dieses Spiel eingelassen. Sobald es allerdings mehr wird, kann ich das sicherlich nicht nachvollziehen. Bedeutet das in der Zukunft noch mehr Geisterspiele, noch mehr Stadionverbote? In Berlin bin ich mit dem Präsidenten der Deutschen Polizeigewerkschaft verabredet. Für Rainer Wendt steht fest, dass nur ein konsequentes und hartes Vorgehen gegen alle Ultras nützt. Ultras spielen eine sehr unselige Rolle in der deutschen Fankultur. Sie maßen sich viel mehr Mitspracherechte an, als ihnen zusteht. Der DFB hat auch lange zugeschaut und hat jetzt glücklicherweise auch eine Kehrtwendung vollzogen. Das heißt, das sind keine Gesprächspartner, mit denen man die Einhaltung von Gesetzen verhandelt oder so etwas. Sie müssen sich an die Gesetze halten. Wer so redet, sagen Ultras, gießt zusätzlich Öl ins Feuer. Wie das ist, wenn sich Polizei und Ultras gegenüberstehen, sehe ich beim Rhein-Derby Köln gegen Leverkusen. 700 Polizisten bewachen 500 Leverkusener Ultras. Einsatzleiter Volker Lange im Gespräch mit seinen SKBs, den sogenannten szenekundigen Beamten. Sie sollen verhindern, dass Leverkusener und Kölner Fans direkt aufeinandertreffen. Ich begleite die SKBs Raimund Schulte-Rosier und Uwe John. Angeblich sollen da ja 30 Kölner am Neumarkt sein, wo wir jetzt hingehen. Der Köln 4 überprüft das. Das ist gut. Die Beamten in Zivil sollen frühzeitig Gefahrenpunkte erkennen und melden. Ausnahmezustand in Köln, wie an jedem zweiten Samstag. Für den 13.
04. Haben schon Potenzial, aber... Ja. Drohgebärden, Schmähgesänge, Auftritt der Ultras. Die Aggressivität macht Passanten und friedlichen Anhängern Angst. Zum Beispiel gern durch den Kopf, auch öfter gehen, ne? Aber da am Rudolfplatz wieder ein massives Polizeiaufgebot. Ein neuralgischer Punkt. Hier könnte es zur Konfrontation der verfeindeten Fangruppen kommen. Leverkusener, in 10 Minuten, Viertelstunde sind die hier. Ja. Wir gucken mal. Das ist natürlich gut aufgestellt. Eigentlich kann ja nichts passieren. Ja, stimmt. Doch dann wartet plötzlich eine Gruppe Kölner Fans. Das ist schlecht, wenn die hier stehen. Ja, aber das ist ja mehr so Richtung erlebnisorientierte Jugendliche mit ein bisschen zu viel Alkohol. Doch allein ihre Anwesenheit reicht aus, um die Leverkusener Fans zu provozieren. Ohne das massive Polizeiaufgebot würde es hier ordentlich krachen. Und auch Journalisten gehören zu den Feindbildern der Ultras. Allein im letzten Jahr sind die Polizeieinsätze rund um die Bundesligaspiele massiv gestiegen. Und damit auch die Kosten für den Steuerzahler. Ausgelassene Derby-Stimmung? Nein, am Stadion spüre ich bei vielen Besuchern schlichte Angst, im falschen Moment dem Falschen zu begegnen. Viele Ultras geben der Polizei die Hauptschuld. Attacken gegen die Sicherheitskräfte nehmen zu, mit schlimmen Folgen für die Beamten. Nach dem Spiel beim 1. FC Köln gegen Bayern München sind mein Kollege Lange und ich und ein weiterer Mitarbeiter der Kölner Sportstätten GmbH hier von einer Gruppe Kölner Ultras attackiert worden. Weil das Gerichtsverfahren noch läuft, darf Polizeihauptkommissar Ralf Remmert nichts Konkretes zu dem Überfall sagen. Dafür schildert uns sein Chef die Gewaltattacke. Wir sind dort von hinten attackiert worden in der Form, dass die Mütze von Herrn Remmert sich einer geschnappt hat und damit weglaufen wollte. Und er hat schnell einen langen Arm gemacht, hat ihn an der Kapuze festgehalten und wollte die Mütze wieder haben. Dann konnte er sich befreien, der Täter, und mit der Mütze abhauen. Und die anderen haben dann in einer großen Gruppe um ihn gestanden, haben ihn nicht weggelassen und haben ihn dann zusammengetreten. Und zwar auf dem Boden liegend auf ihm rumgesprungen. Hier müssen Sie ohnmächtig zusehen, wie ein Mob auf Menschen rumtritt, völlig entfesselt. Und wir konnten nur nicht mit Anlauf arbeiten, weil so viele in ihn reintreten wollten. Und immer wenn einer wegging, war die Lücke wieder voll. Also das hat sich bei mir eingebrannt. Seine ersten Worte waren, als er aufstand, hat sich gesammelt und ich habe ihn in den Arm genommen. Und da hat er gesagt, ich habe gedacht, er geht mir wie Daniel Nivelle. Ja, das ist der Kollege, der da schwerst verletzt wurde und mit entsprechenden Schäden übrig blieb. Die Täter konnten gefasst werden. Alle Mitglieder der Kölner Ultras, wilde Horde. Dieselbe Gruppierung hat auch schon Überfälle auf Fanbusse geplant und durchgeführt. Der Verein 1. FC Köln hat sie inzwischen ausgeschlossen. Immer öfter werden aber auch völlig Unbeteiligte zur Zielscheibe. Spurensuche Anfang des Jahres in Franken. Die Bundesliga hatte gerade ihre ersten schlimmen Krawalle erlebt. Ich treffe mich mit dem Ehepaar Steiner. Ulrich Steiner ist Busfahrer und war mit Nürnberger Fußballanhängern auf der Heimreise vom Spiel gegen die Bayern. Der Bus stoppt für eine Pause auf dem Rastplatz, als sie plötzlich einer Fangruppe des FC Bayern gegenüberstehen. Wir sind ausgestiegen, wir wollten normal eine Raucherpause machen. Und dann, ein Teil war schon draußen vom Bus, mein Mann ist schon ausgestiegen. Und vor allem sehen wir, wie 20 bis 30 Mann auf den Bus zustürmen, Flaschen schmeißen, die Scheibenwischer runterreißen. Und dann auf die Leute, wo schon draußen waren, wirklich regelrecht eingeprügelt haben. Na, und ich sage, ich war noch im Bus, ich war jetzt da gesessen, so wie jetzt auch. Und mich hat von außen dann jemand eine Flasche reingeschmissen und mich dann voll im Gesicht getroffen. Also ich war also schon fix und fertig, muss ich schon sagen, auch im Krankenhaus. Weil, wie meine Frau auch gesagt hat, das war erst in der Schwebe. Ja, inwieweit wird es behindert, stirbt, das war ja alles in der Schwebe gestanden. Was haben die Ärzte im Krankenhaus gesagt?
Ja, mein linkes Auge ist blind. Die Entstellung sehen Sie ja, die Narben. Und habe einen Schädelbruch gehabt und bin in Würzburg zweimal operiert worden. Und dann das Auge, dann haben sie dann in Trier dreimal operiert. Und auf dem Auge bin ich aber blind. Der Angriff auf den Nürnberger Bus war nicht geplant. Anders als viele andere Überfälle auf Fanbusse in der vergangenen Saison. Die Ultraszene ist unberechenbar geworden. Die jungen Täter kamen mit Bewährungsstrafen davon. Hannelore Steiner wurden 6.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen für den Verlust eines Auges. Seit dem Überfall ist sie arbeitsunfähig, muss um Rentenansprüche kämpfen. Und dann vor einem Tag oder vor einer Minute auf die andere hat sie eigentlich das Leben verändert. Sie fahren ganz normal zum Fußballspiel, wollen einen schönen Nachmittag verbringen, ein gutes Spiel sehen und dann wachen sie im Krankenhaus auf. Und es ist von heute auf morgen alles ganz anders. Warum kann der Fußball solchen Gewalttätern nicht Einhalt gebieten? Welche Haltung hat der DFB? Kritiker werfen dem Verband vor, zu lange, zu wenig gegen Ultras unternommen zu haben. Volle Stadien und gute Stimmung würde man gerne sehen. Aber vor härteren Maßnahmen, wie Polizei und Politik sie fordern, zurückschrecken. Geldwirtschaft. Uns ist daran gelegen, natürlich für die Vereine, für die Zuschauer, für die Polizei und die Justiz als valider Ansprechpartner im Netzwerk da zu sein. Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse vermittelnde Rolle. Und darum gilt es natürlich auch im Gespräch mit allen zu sein. Aber es ist manchmal schwierig, die verschiedenen Interessen und Forderungen unter einen Hut zu bringen. Das ist sicherlich manchmal sehr, sehr schwierig, weil sehr viele Interessen da sind. Wir haben bereits Forderungen aus der Politik, die eine Abschaffung von Stehplätzen fordern, weil sie auch natürlich in Teilen geeignet sind, Emotionen einzuschränken. Wenn es positive Emotionen sind, ist das nachteilig. Wenn es aber natürlich aggressive Stimmungen sind, die dadurch eingedämmt werden müssen, dann bleibt uns da womöglich nichts anderes über. Angesichts der massiven Ausschreitungen macht jetzt die Politik Druck. Innenminister Friedrich hat erst kürzlich einen Sicherheitsgipfel einberufen. Ergebnis? Eine härtere Gangart gegenüber Gewalttätern und mehr Geld für sozialpädagogische Fanprojekte. Wir wollen vom Sportminister wissen, ob das ausreicht, solche Krawalle wie nach dem Spiel Köln gegen Bayern am letzten Bundesligaspieltag zu verhindern. Eine deutliche Warnung, dass auch schärfere Maßnahmen gegen Fangewalt diskutiert werden. Bloß welche? Ein Weg führt uns nach England, dem Mutterland des Fußballs, wo die gefürchteten Hooligans einst Angst und Schrecken verbreiteten. Da ist es ruhig geworden. Zu ruhig findet John Darch, ein eingefleischter Fußballfan, seit 40 Jahren. John, wir dürfen nicht drehen in englischen Stadien. Viele junge Fans gehen nicht mehr in die Stadien. Warum? Das kostet zu viel, wenn das 41 Pfund, also 50 Euro kostet. Aber wenn du dann zum ersten Mal die eigene Wohnung mietet und vielleicht auch nur eine Lehre macht, also nicht so viel Geld verdient, dann ist 50 Pfund, 60 Euro viel zu viel Geld. Und die Stimmung ist auch nicht gut, weil wenn es nur ältere Leute gibt, die sitzen und warten, bis was eine Unterhaltung kommt, ist keine Stimmung, ist sehr ruhig, sehr still. Die stehenden Fans, gäbe es stehende Fans, die würden die Stimmung mit ins Stadion bringen, wie in Deutschland. Dabei war der Auslöser für die Änderung in England gar nicht die Fangewalt, sondern weil zu viele Fans in einen Block gelassen wurden. 96 Menschen wurden damals zu Tode getrampelt. Nach der Katastrophe beschloss die englische Regierung, die Stehplätze komplett zu verbieten. Die Ticketpreise stiegen. Ebenso wie das Durchschnittsalter der Stadionbesucher auf 48 Jahre. John Darch kämpft seit Jahren für die Wiedereinführung der Stehplätze. Aus deutschen Stadien hat er ein Modell übernommen, das wahlweise Sitzen oder Stehen möglich macht. Die Fans wünschen sich schon lange wieder niedrigere Preise und Stehplätze wie in Deutschland. Die wollen das aber alle haben. Na, ihr wollt doch alle stehen, oder? Ja. What do you think about? Ja, for sure, it's good. Die Leute sagen einem ständig, man soll sich hinsetzen. Wenn sie mir sagen, ich soll mich hinsetzen, dann sage ich ihnen, geht in die Oper, das hier ist Fußball, da steht man. Man sollte Fans billigere Plätze anbieten. Ich denke, dass die nächste Generation von Jugendlichen animiert würde, auch zu kommen.
Es würde wieder Atmosphäre in die Stadien bringen. Und wenn Stehplätze in Deutschland sicher sind, sehe ich auch keinen Grund, warum das nicht auch in England gehen soll. Um die Ecke des Stadions ein englischer Pub. Alle jungen Männer hier stehen zu 100% hinter der Mannschaft von Arsenal London, erklärt mir John Darch. Aber die Leidenschaft, die man aus deutschen Stadien kennt, gäbe es in England schon lange nicht mehr. Und ein Spiel vor dem Fernseher sei eben etwas ganz anderes. Blicken die englischen Fans mit einem gewissen Neid nach Deutschland, zu den deutschen Stadien? Ja, natürlich, besonders nach 2006. Viele Fans haben ihr erstes Erlebnis von Fußball in Deutschland 2006 bekommen und haben gesehen, wie die Deutschen sich freuen beim Fußball zuschauen und wie froh und bunt das war in den Stadien. Und die haben gedacht, ja, die Deutschen sind echte Fußballfans. Seit der Einführung der Sitzplätze, erklärt mir John Darch, können sich die Leute hier einfach keine Karten mehr leisten. Mit ihnen sei vielleicht die Gewalt aus dem Stadion verschwunden, aber auch die Begeisterung und die Fangesänge. Denkt die Politik dennoch über ein Stehplatzverbot nach? Einige ihrer Innenministerkollegen aus den Ländern gehen in die Richtung Stehplatzverbot, höhere Ticketpreise. Befürchten Sie, dass sich diese Haltung, Meinung durchsetzen wird? Naja, wie gesagt, also es hängt jetzt vieles auch von der Entwicklung in den nächsten Monaten und Jahren ab. Dann gibt es natürlich weitergehende Vorstellungen, mit denen ich mich nicht anfreunden kann, noch nicht anfreunden kann. Was wir in England erleben beispielsweise, keine Stehplätze mehr. Das finde ich sehr schade. Als Fußballfan sage ich, als einer, der auch in den Süd- und Nord- und Fankurven gestanden hat, schon früher und sehr frühzeitig in seiner Jugend, das gehört einfach zum Fußballstadion dazu, dass man auch diesen Fanblock hat. Aber ich sage auch, wenn wir das alles nicht in den Griff bekommen, ist das ein Thema, das auf die Tagesordnung kommen wird, früher oder später. Die Verantwortung, das ist die Botschaft der Politik, liege allein bei den Fans. Sind solche Androhungen der richtige Weg? In Frankfurt treffe ich Michael Gabriel. Er organisiert als Fanbetreuer soziale Projekte für jugendliche Fußballfans. Warum sagt der Deutsche Fußballbund nicht, die Stehplätze sind unsere Einladung an die Menschen in der Bevölkerung, die nicht so viel Geld haben? Die Stehplätze sind unsere Einladung an die jungen Menschen in der Bevölkerung, am Sport teilzuhaben, auch unser Nachwuchs für später. Warum sagt der DFB nicht, dass er damit die Bindungskraft des Fußballs, die gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs als Volkssport noch mal stärkt? Gabriel wirbt für einen Strategiewechsel. Weniger Repression, mehr Geld für präventive Arbeit. Wenn Fans so viel für den Verein gäben, sollte das auch besser gewürdigt werden. Es wurde nicht anerkannt und es wurde nicht mal gesehen, wie viel Zeit und wie viel Herzblut die Menschen da reinstecken. Und da ist eine emotionale Enttäuschung da und auch ein kühles Abwenden mittlerweile. Und kostet letztendlich nicht viel Geld. Im Verhältnis zu den 2,5 Milliarden Euro für 4 Jahre Fernsehvermarktung ist das ein Klacks. Die Ultras, erklärt mir Gabriel, fühlten sich ausgegrenzt. Ihre ausdauernden Gesänge, die bunten Choreografien würden nicht anerkannt. Was ich auch am Beispiel Pyrotechnik zeige. Obwohl verboten, sind Feuerwerkskörper für die Ultras Teil der Fankultur. Das Spektakel der Ultras ist sicherlich ein Grund dafür, weshalb die Bundesliga in Europa alle Zuschauerrekorde bricht. Woche für Woche ist die Polizei mit einem Großaufgebot und aufwendiger Videoüberwachung im Einsatz, wie beim Spiel Köln-Leverkusen. Zusammen mit den szenekundigen Beamten beobachten wir den Block der Leverkusener Ultras. Die Polizei hat Informationen erhalten, dass dort gleich Bengalos gezündet werden. Man sieht auch schon die Fahnen, dann ein Fahnenaufgang. Man versteckt sich dahinter, vermummt sich auch. Und dann werden da die Bengalfackeln auch hochgehalten werden. Da gehen wir schwer von aus. Das wöchentliche Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Noch 2 Minuten bis zum Anpfiff. Einsatzleiter Lange weiß, was gleich kommen wird. Verhindern aber kann er es nicht. Natürlich geht gar nicht. Also das muss man sagen. Also
Man kann ja geteilter Meinung sein über den Einsatz von Pyrotechnik, aber aufs Spielfeld mit Leuchtmunition, das ist so unberechenbar, auch in der Gefährdung anderer. Man kann das ja gar nicht hundertprozentig steuern, wo das Ding hingeht, wo es landet. Also das ist unverantwortlich. Ein Zündkörper fliegt in die unteren Ränge. Ein Brandsatz, der mehrere hundert Grad heiß wird. Was kann man tun, um den unkontrollierten Einsatz von Bengalos zu stoppen? In manchen Ländern wurden bestimmte Zonen für Pyrotechnik freigegeben. Die deutschen Ultras hatten sich mit ähnlichen Plänen an den DFB gewandt. Ein Ultra-Vertreter, der nicht erkannt werden will, übergibt uns vertrauliche Papiere. Daraus geht hervor, zu Beginn der letzten Saison führen Ultras und DFB Gespräche über eine Legalisierung der Pyrotechnik. Der Fußballverband signalisiert Kompromissbereitschaft. In dem DFB-Papier heißt es, der Einsatz von Pyrotechnik ist möglich. In ausgewiesenen Bereichen, zu festgelegten Zeiten, gezündet durch fachkompetentes Personal. Doch im November 2011 bricht der DFB die Gespräche abrupt ab. In Zürich treffe ich den Mann, der damals für den DFB die Verhandlungen mit den Ultras führte, den ehemaligen Sicherheitschef Helmut Spahn. Es heißt, er sei dem Verband zu fanfreundlich gewesen. Nach seinem überraschenden Weggang setzten sich beim DFB die Hardliner durch. Aber natürlich hat ein Verband trotzdem das Recht zu sagen, auch wenn es geht, möchte ich es nicht in meinem Stadion. Sie hätten persönlich anders entschieden? Also ich hätte nicht entscheiden können. Ich hätte ein Stück weit anders beraten. Als DFB-Präsident? Als DFB-Präsident. Ich hätte dem DFB-Präsidenten gesagt, lass uns noch mal an den Tisch kommen. Und ich glaube, eine Entscheidung zu erläutern, zu erklären, ist immer hilfreicher, als zu sagen, wir reden ganz einfach nicht mehr. Das war sicherlich, ja, kommunikativ, das hätte man ein Stück weit besser machen können. Ein zögerlicher, ein wankelmütiger DFB im Spannungsfeld von Politik, Vereinen und Fans. Hatte die Pyrotechnik in deutschen Stadien überhaupt eine Chance? Dass da eine Erwartungshaltung entstanden ist, die dann dazu geführt hat, dass eine Frustration da gewesen ist, ist bedauerlich, aber war an der Stelle nicht zu vermeiden. Es sei denn, man hätte von vornherein den Dialog abgelehnt. Auch der Hamburger Ultra Philipp Markhardt hatte große Hoffnungen auf die Gespräche mit dem DFB gesetzt, darin eine Chance zur Annäherung gesehen. Bei den Ultras hat der Gesprächsabbruch bewirkt, dass man enttäuscht wurde. Man hat die ausgestreckte Hand hingehalten. Sie wurde erst genommen, aber dann doch wieder weggeschlagen. Und das ist im Grunde genommen eine tiefgreifende Enttäuschung, die sicherlich auch dazu führt, dass sich die Fronten weiter verhärtet haben. Die Ultras aber wollen sich von DFB und Politik nicht einschüchtern lassen. Sie wollen ernst genommen werden, sonst demonstrieren sie weiter, auf ihre Art. In der Videozentrale des Kölner Stadions versucht die Polizei, die Bengalo-Täter zu identifizieren. Raimund Schulte-Rosier erklärt mir, wie schwierig das ist. Denn alle Täter waren vermummt. Die haben eine größere Fahne mit eingebracht ins Stadion, haben sich dann unter der Fahne versteckt, haben sich Strumpfmasken über die Köpfe gezogen, vermummt, haben die Kleidung getauscht. Wenn die ganze Sache gelaufen ist, dann ziehen sie sich unter der Fahne wieder um, ziehen eine andere Jacke an, Wendejacke, wie auch immer. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ein Klebeband zusammengetackert und da ist er. Genau. Ja. Vorher schwarz, jetzt weiß. Ja. Nach dem Spiel wird sich die Polizei den Pyrotäter schnappen. Ihm droht eine Anzeige und Stadionverbot. Polizeileiter Lange hat neue Informationen. Ein Fan wurde erwischt, als er Bengalos ins Stadion schmuggeln wollte. Diese Rauchpulver hat er halt anal eingeführt, geschmuggelt. Und es gab wohl noch andere, die das gemacht haben, aber die waren wohl schon drin. Und dann ist es natürlich für uns schwierig, da meine ganzen Fankurve überall eine Leibesvisitation, gerade in dem Bereich zu machen. Bengalos müssen ja irgendwie reinkommen und die sind halt sehr fantasievoll. Ja, angeblich war das nicht ganz freiwillig, sondern ist unter Druck gesetzt worden. Aus den Phänomenen, was man auch aus anderen Bereichen kennt, Betäubungsmittelhandel, ne, wenn man Dinge verkauft auf Druck, Prostitution oder so. Aber das sind Züge, die können wir hier überhaupt nicht gebrauchen. Es geht um Sport, es geht um Fußball, es geht um gesellschaftliches Amüsement. Wohin steuert das Massenspektakel, wenn Ausschreitungen fast zu jedem Spieltag dazugehören, wenn Polizisten geprügelt, Spieler bedroht oder Fanbusse überfallen werden? In Köln hat die Polizei für einen friedlichen Ausgang des Spiels gesorgt. Einsatzleiter Lange will trotz Aufwand und Kosten weder eine Verschärfung der Gesetze noch ein Stehplatzverbot.
Ich hoffe mal, dass man Wege findet, dass alle Interessen ins Stadion, alle Interessierten ins Stadion gehen können, dass wir nicht ein Opern- oder Operettenpublikum bekommen. Eine tolle Stimmung im Stehplatzbereich, eine tolle Choreografie. Wenn es irgendwann nur noch Sitzplätze gibt.